Also pass auf, wir gucken jetzt Klamotten, okay? Oh, ich rede gerade über Umwelt und jetzt direkt rein in den Kapitalismus und mache mein Klamottenpaket auf. Ich bin auch nicht perfekt, aber ich habe mir ein bisschen was bestellt bei so einer neuen Firma, die ich da entdeckt hatte. Und das Paket sieht voll hübsch aus. Es ist einfach pink. Wow. Wow. Und wir gucken uns jetzt ein paar Sachen an. Wie kostet mein Armband? Oh Gott, das habe ich mir selber gekauft. Letztes Jahr zu Valentinstag. Sieht man das? Weiß ich nicht mehr genau. Aber es ist hübsch, ne? Ich trage eigentlich nie Armbänder im Stream, aber... Also, hier sind ein paar Sachen drin. Ich glaube, ich habe für den Sommer bestellt, Chat. Ich glaube, ich habe für den Sommer bestellt. Let's go. Das ist das Einzige, was ich schon aufgemacht habe. Und zwar ist das ein Rock, den habe ich bestellt. Der ist sehr kurz. Imagine Shein. Shein hat mich übrigens angefragt für eine Kooperation. Chat, was sagt ihr? Annehmen, oder? So, ich habe mir einen Rock bestellt. Ich fand den irgendwie süß. Da ist noch so ein Gürtel dabei. Der gibt mir irgendwie so 2000er Christina Aguilera Honey Vibes. Der ist irgendwie nice, oder nicht? Ja, der ist schon kurz, ne? Aber wisst ihr, wie ich mir den cool vorstelle? Ich würde es halt jetzt gerne tryen, aber den setzt man halt auf die Hüfte so. Ich bin klein, bei mir ist kurz nicht so kurz. Also man setzt es auf die Hüfte und dann so einen langen Pulli drauf. So ein Sweatshirt-Pulli, wisst ihr, wie ich meine? Richtig nice. Ich glaube, dass das wirklich nice aussehen könnte. Das ist, glaube ich, echt cool. Der Vorteil daran, so klein zu sein wie ich, Chat, ist halt, dass Röcke nie zu kurz sind. Weil ich bin klein. Das heißt, das passt immer alles ganz gut. Man sieht nichts. So, Open Me. Next. Ich weiß nicht, was das ist. Oh, das ist süß. Guck mal. Das ist süß, oder? Oh. Das ist süß. Gymshirt, oder? Da sieht man die Muckis. Das ist echt süß. Angel. Ja, das mag ich. Das fühlt sich auch gut an. Aguilera 2000er Style geshoppt. Das ist im Moment mein Vibe, ja. Entweder Aguilera 2000er Style oder so Jason Derulo 2000er Style mit so Baggy Jeans. Mit so Baggy Jeans und XL T-Shirt. Das wird sich nie ändern, das war schon immer so. Welche Muckis? Hä? Okay, weiter, Chat. Was machen wir hier? Was ist das hier? Das sieht aus nach einem Hauch von nichts. Was ist das? Ah, oh mein Gott, doch. Das sieht voll süß aus. Wartet. Das ist ein Hauch von nichts. Das ist, glaube ich, so. So macht man das. Also so, so seht ihr ja da. Ne? So ein bisschen durchsichtig hier so. Und dann macht man so Bindi-Bindi. Ist so für einen Urlaub. Hübsch. Süß. Chat, oder nicht? Man sieht nichts, weil es so dunkel ist. So. Das sieht süß aus. Ein Stück nichts quasi. Aber ein hübsch. Muss man nur gucken, dass man... Also mich schockt es eh nicht, ob Leute meine Nippel sehen, aber andere Leute fühlen sich immer so komisch offended von Nippeln. Weiß jetzt auch nicht wieso. Aber ansonsten Nippelpads regeln. Das ist süß. Süß. Wie eine kaputte Tragetasche. Nein, kannst du dir das nicht gut vorstellen, Mulch? Das ist süß, die Chat. Ich will nicht wissen, was ich bezahlt habe für so ein bisschen Stoff. Ich will es wirklich nicht wissen. Die ganzen Klamotten würde ich bei OnlyFans VIP-Content anziehen, aber ich könnte niemals damit rausgehen. Warum? Bro, ich gehe raus, wie ich will, wenn ich... Also nackt. Muss jetzt nicht sein, aber Junge, mich juckt es wirklich so gar nicht. Und ich bin so froh, dass ich niemanden in meinem Umfeld habe, den es auch nur ansatzweise interessiert. Also, das juckt mich ja wirklich, wirklich null. Vor allem auf Malta, es sind im Sommer hier irgendwie 36 Grad. Denkst du jetzt irgendwie, nee. Ich laufe im Bikini rum auf Malta. Auf Malta laufen alle im Bikini rum im Sommer. Wenn du in den Supermarkt gehst, da sind Leute einfach im Bikini. Das juckt die einfach nicht. Junge, Jan ist auch wirklich der allerletzte, den das interessiert. Same. Was habe ich mir hier bestellt? Oh, was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das, Chat? Das ist ein Oberteil. Ihr glaubt mir jetzt nicht, ne? Aber das zieht man so an. Und dann kommen da... Also so quasi. So. Und dann kommen da die Ärmel durch. Oh, andersrum, warte. So war es wirklich so... Nein, pass auf. Stell dir vor, man hat so einen Top an. Ich will meine Haare nicht zerstören. Man hat so einen Top an, Chat. Okay, man hat einen Top an. Ich erkläre euch jetzt die Mode, Chat, von heute, okay? Ist das hier hinten? Ja. Ist das richtig? Ich glaube schon. Also, man hat so einen Top an, okay? Wie so ein Bolero, ja. Man hat einen Top an. Und dann zieht man das quasi so über das Top. Und dann hat man so Ärmel zum Top. Hä, das sieht eigentlich ist das süß. Ist süß. So Step-Up-Style. Ja, 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 so Step-Up-Style. Also du ziehst so einen Top an und dann kommt das so drüber und dann sieht es cool aus. Die schieben dir nur halbe Klamotten. Das ist Mode. Warum redet ihr ständig von Nutzen? Das ist Mode.
Ja, nee. Nee, ich hab keine Ahnung. Mit einem Top sieht es nice aus. Jetzt nicht mit so einem T-Shirt drunter, aber so ein Top. Ach, wer versteht's, versteht's, Chat. Muss das? Ihr habt keine Ahnung von Mode. Wenn ich das nachher anziehe im Stream, dann sagt ihr wieder, oh, sieht voll hübsch aus, sieht doch besser aus, als ich dachte. Das soll doch auch nicht warm halten. Das soll gut aussehen! Das kann doch nicht wahr sein. Das ist eine glatte 2 von 10. Das stimmt nicht. Ein Penner. Wirklich, fuck you. Scheiß drauf, ehrlich. Ich hab keinen Bock mehr. Mein Modegeschmack ist halt ein bisschen anders, Chat. Ihr seht halt alle gleiche aus. I'm built different. Jetzt komme ich mir dumm vor. Ich will nicht weitermachen. Ich will nicht weitermachen. Nur noch Funktionskleidung. Guck mal, das ist auch wieder... Es wird nicht... Es wird nicht besser. Ich war... So, ja, Verteidigung. Auf Malta ist es echt warm, okay, Chat? Auf Malta. Es ist wirklich warm. Das heißt, ich kann nicht so viel Stoff tragen. Selbst wenn ich will, okay? Ich habe es jetzt auch nicht so ganz verstanden. Oh, nee. Ich glaube, dass das wirklich cool aussieht. Das zieht man so an und dann das so rüber. Also ich glaube, dass es cool aussieht. Jetzt mal ohne Spaß. Das sieht wirklich cool aus. Also das ist wirklich ein cooles Teil. Finde ich gut, danke, danke. Also ich finde es auch nice. Ein Teil habe ich noch. Es sieht wirklich besser aus angezogen, wirklich. So, was haben wir hier noch? Okay, also es sieht schon mal nach mehr Stoff aus, Chat, okay? Sieht schon mal nach mehr Stoff aus. Okay, was haben wir hier? Nee, ich will nicht mehr. Also ich habe mir... Das ist wirklich, das stimmt. Es geht ja nicht darum, dass es wenig alles ist. Wahrscheinlich einfach, dass es kaputt aussieht. Das ist dasselbe wie eben, Chat, okay? Das ist auch wieder so ein Ding, was man hier so drüber zieht. Und dann hat man so die Ärmel quasi. Das sieht nice aus. Ich finde das nice. Das sieht cool aus. Das ist wirklich schön. Das ist wirklich schön. Weißt du, was ein Pullover ist? Ach, komm schon. Ich würde das halt gerne mal anziehen, aber ich glaube, da sieht man wirklich alles durch. Ich könnte so Nippelpads anziehen, aber ich glaube, selbst die sieht man dann. Soll ich das mal anziehen, Chat? Also ich habe wirklich getried, aber ich kann es euch nicht zeigen, leider. Also das ist wirklich toss, glaube ich. Es sieht trotzdem hübsch aus, auch wenn ihr mir nicht glaubt jetzt. Wenn der Dschungel weint. Hier, hoffe damit kannst du dir richtige Klamotten kaufen. Es kam für eine mehr rein. Geld einfach Antrag stellen, HMMNICE. Caritas e.V. tippt 1 Euro. Hier, hoffe damit kannst du dir richtige Klamotten kaufen. Ach fuck it, ehrlich, ich will das absichern. Ihr seid so asozial, das ist asozial, Chat.